Freunde, hier ist euer Alex und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video und es geht diesmal wieder um das Thema LoRa. Es gibt ja schon einige Videos hier am Kanal, zum einen mal die kleine LoRa-Wetterstation, die große LoRa-Wetterstation, das LoRa-Gateway, dann die ganzen Reichweitentests und ein paar Tutorials zur Inbetriebnahme von diversen LoRa-Boards. Ja, das ist eigentlich schon mal genug. Aber das Ganze ist ja so Marke Alex, dass auch dieses LoRa Gateway, das ist eigentlich so das Alex WAN oder LoRa WAN Alex oder wie man das nennen möchte, denn das hat ja mit TTN und mit dieser ganzen LoRa WAN Technologie eigentlich gar nichts zu tun, weil man immer hier zwei Punkte braucht, das ist im Direct Mode, wo das arbeitet und die muss ich selbst haben. Das heißt, auf ein fremdes Gateway oder so komme ich jetzt mit dem hier nicht, das was mit TTN zum Beispiel verbunden ist. Ja, und jetzt ist auch so, dass von euch das schon mehrfach gewünscht worden ist, dass ich hier einmal ein bisschen was über das Thema LoRaWAN mache und eben TTN, also der Things Network. Tja, und da haben wir jetzt hier wirklich einige Videos, die wir drüber machen können, die ich auch machen werde. Und da schauen wir uns dann jetzt hier in diesem Video zum Beispiel einmal so ein Gateway an, ein fertiges Gateway. Eben hier, ich habe es eh hier von Dragino. Und wie wir das eben mit TTN verbinden, also wie wir hier ins The Things Network kommen. Und dann wird es ein paar Videos geben, wo wir dann unsere Devices, also The Things, die wir hier bauen, unsere Dinge, die wir dann mit dieser Cloud oder mit diesem WAN-Netzwerk hier verbinden. Das heißt, es wird jetzt so eine Videoreihe kommen. Es wird jetzt hier nicht 10 Videos nach der Reihe kommen, wo es jetzt nur um LoRa geht, denn die, die sich dafür nicht so interessieren, da wird es ja dann langweilig, das wollen wir auch nicht, aber es wird so alle 2-3 Videos einmal wieder ein LoRa-Thema dabei sein. Und ich möchte hier wirklich ganz easy beginnen, also für die Anfänger unter euch, die nicht einmal Programmierkenntnisse noch haben, dass die hier wirklich schon mal mit LoRa am Start sein können, dass die das Ganze in Betrieb nehmen können, ein Gateway aufbauen können und auch fertige Geräte hier wirklich ins TTN integrieren. Und dann gehen wir aber hier wirklich ins Detail, das heißt, wir bauen dann unsere eigene Hardware und wir schauen uns dann auch hier wirklich speziell LoRa an, wie funktioniert es, wie funktioniert die Verschlüsselung. Und wir schauen auch, was ist zum Beispiel das LoRaWAN, der Spreading Faktor, wie das Ganze aufgebaut ist mit den Frequenzen und dann auch unsere Applications, wie kann ich zum Beispiel dann so einen Sensor auf meine eigene Webseite einbinden und Daten abfragen von der Things Network und generell, wie das überhaupt so funktioniert. Also freut euch, das Thema, das werden wir hier noch sehr intensiv behandeln. Das ist jetzt hier, glaube ich, für Winter eine sehr gute Sache, dass wir hier dann so immer wieder einmal ein Video auftaucht, wo es dann um dieses Thema LoRa geht, also LoRaWAN, und wirklich um dieses globale Netzwerk, wo ich dann meine Daten reinsenden kann. Tja, aber jetzt genug. Ich würde sagen, wir starten jetzt hier in diesem Video einmal. Also wir schauen uns jetzt hier an das LoRa Gateway, das Dragino LG02. Das ist so ein bekanntes Gateway, kostet ungefähr ja, 80 Euro sowas. Und mit dem kann man schon in der Things Network einsteigen. Man muss aber auch dazu sagen, das ist jetzt nicht das Nonplusultra-Gateway, also da gibt es wesentlich andere Gateways, die hier noch einiges mehr können, aber das behandeln wir alles dann noch in den weiteren Videos. Um das geht's jetzt, viel Spaß! Geliefert wird das Ganze hier von Dragino in dieser kleinen Box hier, wichtig auch hier, die Frequenz, das ist hier auf 868 MHz, das ist genau das Band, was wir hier in Europa brauchen, was hier verwendet wird. Ja, und was haben wir hier drin in der Box? Also, wir haben hier einmal das Gateway selbst. Wir haben dann hier einen Trafo, ganz normal, also ein Netzteil, wahrscheinlich 12 Volt, was hier so Standard ist. Genau, 12 Volt, 1 Ampere, so ein Standard-Router-Netzteil. Und dann haben wir hier noch zwei Antennen. Und das, was ich hier habe, ist ja das Modell LG02. Wir schauen das jetzt hier gleich mal genauer an. Und hier werden zwei Antennen angeschlossen, also einmal hier Antenne 1 und Antenne 2. Das heißt, wir haben hier zwei Sende- und Empfangseinheiten. Dann haben wir hier einmal den WAN-Anschluss, den LAN-Anschluss, dann hier die Stromversorgung. Hier wäre noch die Möglichkeit für eine dritte Antenne, haben wir aber nicht. Und jetzt schauen wir hier trotzdem in dieses Gateway einmal rein, denn das ist gerade für die Spezialisten unter euch doch interessant, dass man hier einmal weiß,
wie das Ganze hier so aufgebaut ist. Was hier jetzt sehr spannend ist, sind die zwei Chips hier. Und wenn man hier mal genauer rauf sieht, dann erkennt man schon, es handelt sich hier zweimal um den bekannten SX1276. Das ist ja der gleiche, der auf den ESP-Boards verbaut ist und den auch hier Tragino verwendet und der auch noch auf vielen anderen Boards, auch in Kombination mit SDM-Mikrocontroller und so weiter, verwendet wird. Also das heißt, von der Kompatibilität her, von der Hardware-Setting-Kompatibilität her, haben wir hier schon mal kein Problem, denn das ist ein gängiger Chip, der hier eigentlich in fast allen LoRa-Geräten verbaut ist. Ansonsten unter diesen zwei LoRa-Chips, also hier, das ist so eine Karte, die ist hier drauf gesteckt, hier ist alles für LoRa, dann sehen wir hier auf der Seite noch eine Antenne, die ist hier fürs ganz normale WLAN und wir können das hier auch einmal runterziehen, dann schauen wir hier mal den Hauptprozessor noch an, der dürfte dann hier drunter sein. Genau, das ist hier auch wieder von Tragnino was Eigenes und das ist hier der HE4025 und das darunter, da befindet sich dann wieder von Atheros ein Chip, ja, so ein 400 MHz CPU, 16 MB Flash und 64 MB DDR2, was wir hier an Speicher haben und auf dem läuft dann das ganze Betriebssystem, dazu komme ich auch noch, denn das ist auch recht interessant, welches Betriebssystem hier läuft. Ja, der Rest ist eigentlich weiter uninteressant. Hier ist noch ein Button, hier ist noch ein USB-Anschluss. Hier können noch weitere Module aufgesteckt werden. Zum Beispiel eben so ein LTE-Modul oder so. Das kann man integrieren, ist aber meistens nicht notwendig. Außerdem haben wir hier einen USB-Port und da können wir ja auch ein LTE-Modem anschließen. Das ist mal hier das Innenleben, nur mal damit ihr hier wisst, wie das Ganze funktioniert. Also eigentlich, ja, gleich wie bei unseren bekannten Modulen. Also das Innenleben haben wir jetzt hier mal gesehen. Jetzt geht es aber hier weiter mit der Installation. Also hier auf jeden Fall mal die Antennen anschließen, also Antenne 1 und 2. Und da sind dann dahinter unsere SX1276 Chips, die hier mit den Antennen arbeiten. Was dann in weiterer Folge noch wichtig ist, wir haben hier ja zwei Netzwerkanschlüsse und wir haben auch hier WLAN. Ich persönlich bevorzuge jetzt hier die LAN-Verbindung, ganz einfach, weil es stabiler ist und weil ich hier jetzt nicht wirklich viel rumkonfigurieren muss. Standardmäßig baut der bereits ein WLAN-Netzwerk auf, das heißt, wenn ich keinen LAN-Port zur Verfügung habe, kann ich das Ganze auch über WLAN betreiben. Das Gateway aber besser ist es trotzdem jetzt hier mal mit Ethernet zu beginnen. Dann haben wir hier einen WAN- und einen LAN-Anschluss. Beim WAN-Anschluss, da wird ganz normal die Internetverbindung angeschlossen. Das ist jetzt hier bei mir einmal, das können wir gleich anschließen, das orange Kabel. Das geht hier weiter zu meinem Router und darüber komme ich jetzt hier direkt ins Internet. Und dann gibt es hier noch einen LAN-Anschluss. Den werde ich jetzt auch gleich hier in Betrieb nehmen, denn hier über diese Schnittstelle wird konfiguriert. Das Ganze fährt jetzt hier hoch, dauert ein paar Minuten und dann wird automatisch auch hier bereits DHCP aktiviert. Das heißt, sobald ich hier den Computer anschließe, bekomme ich eine IP-Adresse und dann muss ich hier auf die IP-Adresse von dem Gerät hier gehen und dann kann ich hier über ein Webinterface ganz normal das Ganze konfigurieren. Das dauert ein paar Minuten, dann hier das Ganze bei TTN registrieren und dann ist eigentlich das Gateway schon aktiviert. Um jetzt hier auf das Webinterface zu kommen, muss man hier die IP-Adresse 10.130.1.1 eingeben. Und die Oberfläche, die wird jetzt einigen von euch schon bekannt vorkommen. Man kann sich hier jetzt einloggen, in dem Fall Username ist root und das Passwort ist einfach Tragino. Und wenn wir uns jetzt hier einloggen, wird es bei einigen von euch schon klingeln, denn hier die Oberfläche, das ist hier OpenWRT, das ist ja ein sehr bekanntes Betriebssystem. Hat für uns natürlich Vorteile, dass wir hier selber Skripts reinschreiben können, dass wir hier selber das Ganze modifizieren können. Und
dass wir halt hier das Ganze so anpassen können, wie wir es brauchen. Also wirklich sehr gut gelöst, schon einmal vom Betriebssystem her. Und für uns ist jetzt nur wichtig, was ich vielleicht auch noch empfehlen kann, ist das WLAN abschalten, wenn man es nicht unbedingt braucht, oder auch das Passwort, dass das geändert wird, sonst könnte hier jemand einsteigen. Auf jeden Fall hier und das Service LoRaWAN Gateway, das ist eigentlich für uns der wichtige Tab, denn da stellen wir die ganzen Sachen ein, die wir hier brauchen, um mit einem Server zu kommunizieren. In dem Fall wollen wir jetzt ja hier TTN nutzen, also Things Network, das ist ja unsere Schnittstelle zwischen der Applikation und dem Gerät, also das LoRaWAN, also das Netzwerk dahinter, die Infrastruktur ist so gesehen. Ja, und damit wir hier reinkommen, da müssen wir hier ein paar Sachen auswählen. Und das ist hier zum einen mal das IoT-Service, also welchen Servicetyp wir hier nehmen. Und das passt auch schon so, wie es ausgewählt ist, der LoRaWAN Raw Forwarder. Das bedeutet einfach, dass hier das, was reinkommt über LoRa, dass das hier weitergeleitet wird. Und da gibt es aber dann noch andere Möglichkeiten, dass man hier zum Beispiel ein Relay draus machen kann. Ist eventuell auch mal sinnvoll, wenn man hier zum Beispiel die Reichweite einfach um einiges erweitern möchte. Und dann auch hier ein Forward zu einem MQTT-Server oder zu einem TCP-UDP-Server. Da haben wir in letzter Zeit auch mal was gemacht. Also da kann ich schon selbst das machen. Also ich muss jetzt nicht hier zwingend TTN verwenden oder irgend so ein bereits bestehendes Netzwerk. Also ich kann auch hier selbst was programmieren. Und wenn mir das noch nicht reicht, zum Beispiel wäre ja auch interessant, dass man das Ganze hier auf einen HTTP-Server weiterleitet oder so, dann kann man sich hier auch ein eigenes Skript schreiben und dieses Skript dann hochladen. Also man kann sich hier auch selbst was programmieren. Für uns jetzt wichtig, das LoRaWAN, also der Forwarder. Dann hier die Bug-Level, das können wir so lassen. Und jetzt hier gibt es verschiedene Service-Provider und der Things Network, also TTN, das ist ja das bekannteste, das ist ja das, wo die meisten hinwollen, weil es ja da auch am meisten Dokumentation gibt und ja, weil einfach hier ich auch generell sage, dass das TTN, das ist schon eine gute Erfindung, das kann man durchaus verwenden. Und dann brauchen wir hier Serveradresse, das heißt, wir brauchen hier keine IP-Adresse mehr eingeben, das ist schon alles hinterlegt und hier sind verschiedene Router, also auf denen halt hier die Gateways zugreifen, wo dann die Daten weitergeleitet werden. Und in dem Fall, wir sitzen hier in Europa, das heißt, wir nehmen hier den Router EU, in Amerika oder in Asien, da würde ich dann halt hier etwas anderes nehmen. Aber im Normalfall ist es hier TTN Router EU. Dann an den Ports 17.000 oder 1.700, da brauchen wir jetzt nichts ändern, also sowohl Upstream, Downstream, das passt. Und was jetzt hier für uns noch wichtig ist, ist hier diese Gateway ID. Die kopieren wir uns jetzt hier mal, die ist eindeutig, die kann man auch ändern. Die habe ich für euch auch geändert, die wird danach wieder umgeändert. Und dann schreibt man hier noch die eigene E-Mail-Adresse dann rein und hier kann man noch die Koordinaten angeben, wo das Gateway steht. Dann hier den Radio Mode, da kann man jetzt hier auch nichts ändern, das heißt A für RX und B für TX, das heißt auf A, also auf der Antenne 1, wird empfangen und auf der zweiten wird gesendet. Und jetzt gibt es hier noch ein paar Parameter und die müssen wir auch anpassen, damit hier die Frequenz, der Spreading Faktor und diese ganzen Sachen übereinstimmen, damit wir hier auch wirklich konform sind. Wir haben hier ja einmal den Kanal 1, das ist ja jetzt hier unser RX, das ist eigentlich schon mal das Wichtigste, wo wird empfangen. Und hier die Frequenz 915, die stimmt jetzt natürlich nicht. Das wäre jetzt dann hier für den amerikanischen Bereich. Wir in Europa haben ja hier 868 und dann hier aber jetzt auf Komma 1. Das ist hier der erste Kanal. Und das Ganze in Hertz. Das heißt, wir haben hier 868 Millionen, was wir hier eingeben. Auf jeden Fall merkt euch das 868, das wird dann eh blau hinterlegt, wenn die Nullen passen. 868 Mega, 1 Megahertz, da wird empfangen. Und dann wird hier dieser Spreading Faktor, da mache ich dann einmal wieder ein weiteres Video dazu, wo wir dann genau drüber quatschen, wie das Ganze jetzt funktioniert, was das ist. Auf jeden Fall ist hier das der Spreading Faktor und der ist hier standardmäßig 7, das ist so eine Empfehlung. Und je nachdem,
wenn jetzt hier man eine größere Reichweite haben will, dann geht man hier mit dem Spreading Faktor rauf, zum Beispiel auf 12, das wäre das Maximum, aber dann dauert die Datenübertragung auch wesentlich länger. Und ja, 7 ist jetzt hier eigentlich so ein Kompromiss und meistens ihr, wenn ihr hier jetzt dann startet, dann habt ihr das Gateway sowieso zu Hause und da reicht es dann, wenn man hier in der Nähe ist, mit den SF7. Und SF7, das geht auch kilometerweit, also macht euch da keine Sorgen. Dann die Coding Rate, das bleibt auch hier bei 4,5 und die Bandbreite, die hängt dann auch wieder davon ab, welche Geschwindigkeit wir hier haben wollen, aber es gibt auch hier wieder eine Empfehlung, oder eigentlich eine Norm, kann man sagen, wo sich alle dran halten. Und das ist dann hier auf 125 kHz, bleibt also auch. Die Primlang, das bleibt auch bei 8. Und das LoRa-Sync-Wort, oder Word, das ist hier, entspricht 0x34. Das bleibt auch standardmäßig so. Das ist im TTN so. In privaten Netzwerken, da wird das Sync-Wort geändert teilweise. Aber im Normalfall, also hier mit den Betrieb von öffentlichen Netzwerken, wie eben zum Beispiel TTN, da bleibt dann auch hier dieser Wert 52 stehen. Also das ist jetzt hier mal das, was wir für einen Empfang haben. Und jetzt brauchen wir auch hier den Sender. Das heißt, wir können mit dem Gateway ja auch aussenden. Wir wollen ja die Geräte auch erreichen. Und da müssen wir dann hier jetzt wieder die Frequenz ändern. Und das ist jetzt auch wieder hier 8,68, aber jetzt hier 5,25,000. Das ist jetzt hier 868,5. Die Frequenz, auch hier wieder der Spreizungsfaktor. Man kann jetzt hier auch einen anderen nehmen, einige nehmen da einen anderen. Wir lassen jetzt hier einfach einmal wieder den 7, also den SF-Faktor und auch hier wieder 4,5. Dann die Bandbreite bleibt gleich und hier auch die restlichen Daten bleiben gleich. Und das ist hier mal soweit alles. Was ich jetzt hier noch mache, ist für euch zum Zeigen, ich kopiere mir das jetzt hier raus, denn das brauchen wir, damit wir hier bei TTN das Gateway überhaupt mal registrieren können. Anschließend nicht vergessen, hier das Ganze abzuspeichern. Das dauert dann hier ein paar Sekunden. Und jetzt gehen wir hier mal weiter ins TTN, also der Things Network. Die Gateway-ID, die haben wir uns kopiert, die brauchen wir hier. Beim TTN jetzt überhaupt nichts Aufregendes, Account erstellen mit einer E-Mail-Adresse, E-Mail bestätigen, einloggen, mehr braucht ihr hier nicht machen. Und dann haben wir jetzt hier Applications und Gateways. Und als erstes, damit wir hier überhaupt dann mal mit den Applications arbeiten können, brauchen wir ja mal unser eigenes Gateway, außer ihr habt eines in der Nähe. Aber wir wollen ja jetzt hier in dem Video das Gateway installieren, deswegen auch hier drauf aufs Gateway. Jetzt steht hier, dass wir keines haben und jetzt starten wir hier einfach mit dem Registrieren. Also wir registrieren hier ein Gerät. Und da ist jetzt ganz wichtig, also die Gateway-ID. Und die fügen wir jetzt hier einfach mal ein. Dann ist auch hier wichtig, I'm using the legacy packet forwarder, das ist ja das, was wir hier auch ausgewählt haben, forwarder, das müssen wir hier auch anklicken und jetzt haben wir hier die ID, das ist jetzt hier das A8 mit 51 Hertz auf, das ist genau das A8 mit 51 Hertz auf, also das passt schon so, ist oft hier ein bisschen verwirrend, jedenfalls ist das hier diese Gateway UI, also die Unique ID, das heißt hier, die ist eindeutig, kann aber geändert werden. Dann brauchen wir hier eine Beschreibung, da schreiben wir jetzt rein AEQ Testgate oder schreiben wir hier rein AEQ YouTube Test und dann brauchen wir hier den Frequency Plan, das ist jetzt hier mehr Informationen fürs TTN. Damit das dann auch hier öffentlich angezeigt wird. Hier jetzt in dem Fall Europa, das passt. Hier auch wieder der Router, wo das angeschlossen ist. Und jetzt dann halt hier müssen wir noch auswählen, wo das ist. In dem Fall, ich wähle jetzt hier irgendwas aus. Nehmen wir jetzt hier München zum Beispiel.
denn das wird ja sowieso wieder gelöscht. Auf jeden Fall hier würdet ihr dann eintragen, wo euer Gateway steht, damit das dann auch in der öffentlichen Map angezeigt wird, damit das dann jeder auch nutzen kann. Man kann das aber auch dann auf privat stellen, dass man das nicht sieht. Also es ist jetzt nicht zwingend erforderlich, aber hier wählen wir halt mal was aus. Und dann Antenna Placement, in dem Fall ist es jetzt Indoor. Das ist halt auch nur eine Zusatzinfo. Ja, und das ist eigentlich alles, was man hier braucht. Und jetzt klicken wir hier auf Register Gateway. Und wir sehen aber jetzt auch hier schon Connected. Das heißt, das Ganze ist verbunden. Das geht jetzt relativ schnell. Und dann haben wir hier einen Gateway Key auch. Und Last Seen vor 30 Sekunden. Also das Ganze funktioniert jetzt schon. Ist hier eingewählt. Und hier unter Traffic, da würden wir jetzt dann sehen, was hier so kommt von den Gateways, sind Clients drauf und hier können wir dann noch ein paar Einstellungen machen, Informationen hinzufügen und so. Ja, aber das ist eigentlich hier jetzt der Hauptteil, wie man hier das Gateway installiert. Also hier wirklich nur die Gateway-ID, die man braucht, der Rest ist hier in dem Gateway schon programmiert. Und das wird dann hier alle paar Sekunden abgedatet. Also ihr seht jetzt hier, dass das online ist, das funktioniert jetzt hier. Und somit könnt ihr hier arbeiten. Wir haben jetzt erfolgreich unser erstes LoRaWAN oder TTN Gateway in Betrieb genommen. Das ist jetzt hier schon mal den Grundstock, den wir hier brauchen und auf den können wir jetzt aufbauen. Und im nächsten Video, da fangen wir dann an mit dem ersten Thing, also mit unserem ersten Ding, das wir mit dem Internet der Dinge eben verbinden wollen. Also einfach gesagt, ein Gerät, ein Device, das wir hier mit der Cloud verbinden. Und da kommen ja mehrere Videos. Zum einen mal, das habe ich euch auch noch nicht gezeigt, das ist das hier. Das war ja bei meiner Bestellung auch noch dabei, ist jetzt auch gerade für die Anfänger extrem interessant. Denn das hier ist so ein fertiger Sensor mit einer 10-Jahres-Batterie drinnen, ist ein Temperatursensor. Den werden wir selbstverständlich auch hier mit TTN verbinden. Und das ist ja das, was einige einfach wollen, die jetzt hier einfach nur mal den Sensor in Betrieb nehmen und die Daten in die Cloud senden wollen, ohne jetzt hier tagelang sich mit Programmieren von Hardware auseinandersetzen. Aber damit nicht genug, wir machen es dann schon, auch in weiteren Videos, da schauen wir uns dann die Selbstbau-Themen an, also Arduino-Board mit hier diesem Trignino LoRa-Shield oder dann habe ich auch hier noch etwas, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, nein, das ist kein ESP32 mit LoRa, das ist jetzt hier ein SDM-Board, wieder was ganz Neues. Schauen wir uns auch an, das können wir auch mit TTN oder mit LoRaWAN verbinden. Außerdem machen wir hier nicht nur TTN, wir schauen uns ja andere Sachen dann auch noch im Laufe der Zeit an, denn das Gateway kann ja auch andere Netze oder einen eigenen Server kontaktieren und die Daten dann dahin senden. Und es wird auch sicher mal ein Video kommen zu einem anderen Gateway. Wie gesagt, das ist ja jetzt hier nicht das Nonplusultra. Das ist perfekt für Einsteiger, das ist perfekt zum Starten, weil es auch günstig ist. Es gibt aber hier LoRa Gateways, die wesentlich mehr können oder beziehungsweise mehr Channels haben, die dann eigentlich die richtigen LoRaWAN-Geräte sind, so nenne ich das jetzt hier mal. Und die kosten aber dann gleich mal 200-300 €. Aber es gibt auch hier Selbstbau-Varianten mit Raspberry und so oder eben mit ESP32. Das wird auch mal ein Thema werden, was dann hier im Laufe der nächsten Videos irgendwann einmal kommt. Jedenfalls freut euch hier das Thema LoRa, das wird uns noch länger begleiten. Ich glaube, das ist auch gut so, denn ich selbst bin ja von LoRa wirklich überzeugt, weil es hat Reichweite, es ist zuverlässig, es ist auch, ja, sagen wir zumindest einmal auf Englisch sehr gut dokumentiert und auch der ganze generelle Netzwerkaufbau, der Gedanke dahinter, das ist einfach toll und deswegen bin ich auch hier wirklich bereit, dass ich einiges dazu mache, weil ich es selber ja auch nütze und weil es hier wirklich so viele Möglichkeiten gibt und es recht komfortabel ist und ja, ist ja genug jetzt. Für euch nochmal zur Info, auch hier gibt es wieder einen Artikel am Blog, ich habe das nochmal zusammengefasst mit den Screenshots und so, dass ihr hier das Ganze nochmal durchlesen könnt, dass ihr euch eventuell Parameter rauskopieren könnt und so. Das findet ihr wie immer in der Videobeschreibung, da ist der Link und ansonsten wir sehen uns dann beim nächsten Video, wo wir eben so ein Device bauen und das dann in Betrieb nehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht abonnieren und ansonsten bis dahin alles Gute, euer Alex, ciao!